Über 500 Laufbegeisterte waren am 29. März nach Lößnitz gekommen. Dass hier im Frühjahr Läufer auf unterschiedlich langen Strecken bis hin zum Halbmarathon an den Start gehen können, ist nicht neu. Neu ist aber der Name der Volkslaufveranstaltung. Nach 25 Auflagen der Lößnitzer Runde wurde 2015 erstmals der Lößnitzer Salzlauf gestartet. Neuer Veranstalter ist der Verein zur Förderung von Aktionen von Sportlern für Sportler. Dieser hat sich vorgenommen, die gute Lauftradition in Lößnitz zu bewahren und neue Ideen einzubringen. Der erste Schritt ist erfolgreich getan. Die sportlichen Ergebnisse gibt es im Internet unter www.salz-lauf.de.